Dieses merkwürdige Wiegenlied sang die Herzogin in der Küche, in die Alice nun geraten war, ihrem kleinen Sohn vor. Die Köchin warf mit Geschirr, worüber die Edamer-Katze, die vor dem Herd lag, laufend grinsen musste. Die Herzogin übergab Alice das Kind, da ein Lakai vorher eine Einladung zur Croquet-Partie bei der Königin überbracht hatte und sie sich beeilen musste. Das Kind verwandelte sich anschließend in ein Ferkel, deshalb ließ Alice es laufen. Unterwegs unterhielt sie sich mit der Edamer-Katze, die fortwährend auftauchte und wieder verschwand. Als Alice fast zu bunt wurde, erreichte sie das Haus des Schnapphasen, wo sie dem Hutmacher und einigen merkwürdigen Tieren begegnete, die immer Tee trinken mussten, weil es ständig 5 Uhr war.